Chris Kramer zurück zu Mundharmonika für absolute Anfänger. Heute ein weiteres Lied, When the Saints Go Marching In. Geht so. Die ersten beiden Zeilen waren die Strophe und jetzt kommt der Refrain. Der Refrain ist ein bisschen bekannter, was oft vorkommt, weil man den dann etwas mehr im Ohr hat. Und der Refrain geht so. Ich würde euch empfehlen, erst die Strophe zu üben, dann den Refrain, zu gucken, dass beides einzeln gut klappt und beides dann zusammenzusetzen und euch dann an die Playbacks zu machen, die jetzt kommen. Viel Spaß mit When the Saints Go Marching In. Thank you.
Das war When the Saints Go Marching In. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Wie immer der Hinweis, ich freue mich, wenn ihr den YouTube-Kanal abonniert und auch mal auf meiner Homepage www.chris-kramer.de vorbeischaut. Und freue mich natürlich auch, wenn wir uns nächste Woche gesund wiedersehen. Glück auf, euer Chris Kramer.